Ich bin Frau Frankenberg, ich bin 19 und ich mache ein FSJ bei der Lebenshilfe in Wesel. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Nach meinem FSJ plane ich die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei der Lebenshilfe zu machen. Das FSJ hat mir auf jeden Fall geholfen bei der Entscheidung zu der Ausbildung, weil ich mir am Anfang noch unsicher war, ob das das Richtige für mich ist. Aber dadurch, dass ich jetzt ein ganzes Jahr lang wirklich reinschnuppern konnte, hat es mir auf jeden Fall geholfen. Also zu meinen typischen Aufgaben gehören zum Beispiel, die Menschen bei der Arbeit zu unterstützen, auch 1:1 mit denen zu arbeiten, mit denen, die es nicht alleine können. Oder einfach die Arbeit einsammeln und kontrollieren oder auch ab und zu mal Botengänge machen, zum Beispiel die Post holen oder nachmittags mit denen Essen holen zusammen und ja, zum Teil auch Pflegegänge.